Noch einmal 8 Jahre auf ein höheres Honorar warten, das wollen die Apotheker auf keinen Fall. Schon im Mai hatte DAV-Chef Fritz Becker beim Wirtschaftsforum öffentlich erklärt, dass dringender Nachholbedarf besteht. 2013 haben wir die erste Honorarerhöhung nach 9 Jahren. Die ist zu gering ausgefallen. Wir haben ja weitere Kostensteigerungen, wir haben weitere Lohnsteigerungen. Also da muss nachgebessert werden für das Jahr 2015 spätestens. Auch beim Deutschen Apothekertag in München drehen sich ab Mittwoch viele Debatten ums Geld. Gleich mehrere Anträge haben die Delegierten aus den Ländern mitgebracht, die eine bessere Vergütung fordern. Zur Diskussion stehen etwa ein höheres Fixum, eine 6%ige Marge und eine Aufwandsentschädigung für nicht lieferbare Rabattarzneimittel. Bei den Kassen kann man die Forderungen der Apotheker nicht verstehen. Unserer Meinung nach ist im Moment eine faire Vergütung durchaus vorhanden. Dass die Apotheker mit der Forderung nach einer Verdoppelung ihrer Marge ins Rennen gehen, ist aus Sicht der Kassen überzogen. 6 statt 3 ist für uns einfach zu viel. Also das können wir nicht nachvollziehen. Es sei denn, die Apotheker könnten höhere Kosten wirklich mit Fakten und Daten belegen. Aber im Moment ist das leider nicht so und insofern sehen wir keinen Anlass, über eine Ausweitung einer Marge zu diskutieren. Auch bei Leistungen wie Rezepturen oder BTM, wo die Apotheker nach eigenen Angaben draufzahlen, sehen die Kassen keinen Nachholbedarf. Auch hier gilt: Behauptete Mehrkosten müssen leider bewiesen werden. Also es reicht nicht zu sagen, wir haben Mehrkosten. Wenn das wirklich so ist, dann müssen dafür auch Belege angebracht werden. Erst dann haben wir eine Ausgangsbasis zu diskutieren, ob die Vergütung, die wir momentan haben, auch wirklich gerechtfertigt ist. Ist wenigstens ein Nachschlag beim Notdienst gerechtfertigt? Die Politik hatte laut Becker 120 Millionen Euro versprochen. Also Nacht- und Notdienst ist natürlich ein ganz wichtiger Service, den die Apothekerschaft dort zur Verfügung stellt. Allerdings gibt es in der Gesetzesbegründung und auch im Gesetz selbst keinen Anhaltspunkt für diese 120 Millionen, die die Apothekerschaft dort fordern. Wir haben nach erster Einschätzung und nach der Sicht auf das erste Halbjahr, auf das Packungsvolumen dort, die Annahme, dass eigentlich die als Mehrkosten für die Kostenträger, also zum Beispiel die Kassen, im Gesetzesverfahren deklarierte Summe, dass die durch das Packungsvolumen überstiegen werden wird, aufs Gesamtjahr betrachtet. Also aus unserer Sicht gibt es keinen Anlass zu zweifeln, dass es da eine faire Vergütung auch für den Not- und Nachtdienst gibt. Andersherum, wenn die Apothekerschaft selbst meint, dieser Service muss mehr und besser vergütet werden, dann steht nichts dagegen, aus unserer Sicht auch das Gesamtvolumen der Vergütung doch anders zu verteilen. Also vom Festzuschlag vielleicht mehr hin zu Not- und Nachtdienst. Aber das wäre dann eine Entscheidung der Apothekerschaft selbst, natürlich unter dem Deckel des konstanten Gesamtvolumens. Mit der Überprüfung der Kostenentwicklung in den Apotheken haben die Kassen nichts mehr im Hut, wenn sie den Abschlag, so wie vorgesehen, gesetzlich festschreiben lassen. Natürlich ist es sinnvoll, eine bestimmte Regelung regelmäßig zu überprüfen, ob das noch sinnvoll ist. Wir sind allerdings sehr froh, dass wir mit der Apothekerseite zusammen eine Lösung gerade in diesem Punkt gefunden haben, weil wenn man die letzten Jahre sich anguckt, gab es gerade an diesem Punkt doch sehr viel unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Forderungen. Und wenn man jetzt eine Summe gefunden hat, auf die man sich verständigt, dann denke ich, ist das doch beiden Seiten geholfen.